Ich bin am Kalkbech aufgewachsen. Und zwar das Haus direkt neben dem Wasserturm. Das ist am Kalkbech 11 gewesen. Und da habe ich auch meine Jugend verbracht. Und der Kalkbech, und wir nannten das ja damals noch den Tinkplatz, das war damals ganz nahe. Also man brauchte nur praktisch den einen alten Herrn fragen. Das war ein Herr Utge, der das verwaltete. Und dann ließ er uns, kleine Mädchen hauptsächlich, da immer spielen. Da haben wir Puppenwagen, alles mitgenommen und haben dann unser Zelt da aufgeschlagen, auf Deutsch gesagt. Und haben Schnecken gesammelt, Weinbergschnecken, das waren dann unsere Kühe. Die haben wir dann immer so in weißen Stein eingefärbt. Die waren natürlich nächsten Morgen alle wieder verschwunden. Das wussten wir aber damals noch nicht. Wir waren noch zu klein, die gingen ja rüber. Das war für die ja eine Kleinigkeit. In den Kriegstagen war der Kalkbech und auch der Tinkplatz ja nicht so gepflegt. Und es wuchsen ja wunderschöne Blumen in diesen großen grünen Ring, die jetzt ja alle mit Zuschauerbänken zugemacht sind. Aber wir haben da den Blumen gepflückt und hauptsächlich mit Puppen gespielt, die ersten Jahre. Als Kinder haben wir von oben da, von der höchsten Kante, Drachen steigen lassen. War ein wunderschöner Wind immer. Schlitten gefahren sind wir, das war schön. Die großen Stufen, da kamen wir immer so ein bisschen aus Fahrt. Aber die Treppen, das ging immer so wupp, 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 wupp. Aber der Schlitten, der hielt das nicht so durch, der kriegte dann einen Sprung und so. Ne? Und nachher, als wir dann größer wurden, dann sind wir so ein bisschen auf Entdeckung gegangen und haben dann auch so angefangen, an den Felsen rumzukrabbeln, was uns natürlich verboten war. Mein Vater, der war Postbeamter. Ich durfte ja immer sowas nicht. Ich durfte auch keine Äpfel klauen. Ich durfte nur Schmiere stehen. Das hat er mir nicht verboten. Geschlagen hat mein Vater mich nie, aber ich fluch ins Bett. Und ich war so ein Wildfang. Das war viel schlimmer. Der hat auch erzählt, die haben da ja immer gekraxelt und so und haben sich dann aber eine Schnur gelegt, so eine Wäscheleine, Wäscheleinen sogar aneinander geknüpft, damit sie wieder zurückfanden an dieser Leine, weil sie genau wussten, das war gefährlich. Sie hatten ja auch noch keine Taschenlampen. Der hat gesagt, die Höhlen, die gingen bis am großen Segeberger See. Und das hat mich auch immer so interessiert. Und mein Vater, der hat mich dann immer bestätigt. Nun wurden wir ja auch schon ein bisschen größer, wir Mädchen, und es sammelten sich auch ein paar Jungs. Und dann, oh, da müssen wir mal hin, da müssen wir mal hin. Und dann sind wir in die Pulverkammer gekrabbelt. Wir Mädchen haben zuerst staunend geguckt, wie die Jungs das machen. Aber nachher haben wir uns doch einen Mut gefasst und sind dann hinterher. Und dann wurde da ein Griff genommen und dann ein Stück seitlich gegangen und dann mal mit dem Klimmzug und so. Ich war zwar immer so ein kleiner Hering, aber ich war sehr sportlich, also das ging schon ganz gut. Naja, und da haben wir dann so unsere Nachmittage verbracht, obwohl uns das von unseren Eltern untersagt war. Und da war ja diese Margaretenhöhle. Und die hatte immer so was Mystisches für uns. Also da wurden uns so Geschichten erzählt. Da hätte man eine alte Frau gewohnt und das war die alte Margret. Und da mussten wir ja mal hin. Aber das war so schwer. Die Handgriffe und die Tritte kannten wir ja noch nicht. Aber wir haben uns da mal reingewacht und haben es geschafft. Und dann war ein Herr Maaßen, ein Höhlenführer, und der fing dann an, Butterblumen zu hacken. Und wir saßen in der Höhle. Und das war so ein Strenger. Da holte er immer einen Polizisten, das war der Herr Knies. Er war nicht streng, aber er hat geschimpft. Und wir haben da oben ganz schön Mucksmäuschen still geschwitzt. Da in der Südwand, da brannte ja die Sonne rein. Und dann ging er ja, und wir haben ja Schnee gemacht, dass wir nach Hause kamen. Und kriegten dann natürlich ausgeschimpft, wo wart ihr? Ja, wir haben Blumen gepflückt. Ja, und dann sind wir ja auch mal langsam in die Höhlen gegangen. Aber das war immer schlecht. Die Türen waren verschlossen. Da kamen wir ja nicht so rein. Da konnten wir uns dann nur mal hinterher schleichen, wenn da eine Führung war. Denn die waren damals schon die Führung. Und wir sind ja auch nur immer auf die Hauptwege geblieben. Das war alles noch ganz anders. Der Teich noch, da lief man so fast gerade drauf zu. Und da war grünes Wasser drin. Und da schwammen auch Fische drin. Es sollten Goldfische sein. Die waren so ein bisschen ausgeblichen. Und da war dann auch die Drachenschlucht. Und da guckte dann so ein Felsen raus.
so über diese flache Stelle. Und das sah dann aus, als wenn da so ein Drachen hervorlugte. Dann war da noch eine Räucherkammer und dann natürlich der große Eichbaum und der Barbarossa und Schneewittchen und die sieben Zwerge. Und ich hatte auch viel Fantasie. Ich konnte mir dann auch immer so irgendwie was vorstellen. Auch wenn die so sagten, da hängt der Schinken und die Würste, das konnte ich mir so richtig vorstellen. Naja, und dann wurden wir ja größer und dann kam nachher ja auch der Krieg. Und wir sind erst immer so hinten am Knick, wo jetzt das Indianerreservat war, da haben wir uns dann immer getroffen, wir ganzen Nachbarn, hauptsächlich von der Seite vom Wasserturm. Da sind wir denn hergekommen, da wohnte ich derzeit auch. Und dann haben wir uns da aufgehalten. Und dann nachher hat dann einer gesagt, Mensch, wir können ja auch in die Höhlen gehen. Und da ist das ja bestimmt sicher. Na, und einer war dann der Wortführer und wir ja alle hinterher. Wenn diese Sirene ging, dann sind wir uns immer am Berg längs geschlichen, an die Südseite. Und dann sind wir da in die Höhlen gegangen. Einige hatten da sogar schon so Sitz- und Liegegelegenheiten, so Matratzen und so. Und mein Vater, der war dann schon im Lazarett, der hat dann gesagt, wie könnt ihr da reingehen? Die sind so gefährlich. Wenn da irgendwie ein Flugzeug abstürzt oder irgendwie eine Bombe raufgeht, also die stürzen sofort ein. Und somit sind meine Mutter und ich da dann nicht mehr hingegangen. Da war das auch so interessant, wenn die Wagen zur Schuttabladestelle kamen. Die sogenannte Schiedkuhle, da hat ganz früher mal unten ein Haus gestanden. Und da waren noch so richtige Wege runter. Und nachher wurde sie ja zugeschüttet mit Flugzeugteilen. Hier waren ja auch Flugzeuge abgestürzt. Mein Opa hatte noch einen alten Wagen, der kam da mit rein. War aber alles erlaubt. Nugget war eine Fabrik, die brachten damals ihre ganzen Abfälle dahin. Waren ja nicht immer die schönsten Sachen. Und die Gaswerke haben da Koks gebracht und das waren noch schöne Stücke. Die haben die alten Leute sich wieder gesammelt und haben den ganzen Winter davon geheizt. Wie damals der Tommy einrückte, der hat da auch immer so den Platz als Exerzierplatz genommen. Und wir als Kinder, wir sind ja immerhin. Und das waren ja auch Ehemänner, die hatten zu Hause ja auch Frau und Kinder. Und wir hatten dann schon uns unsere Freunde ausgeguckt. Wir haben dann gesessen und geguckt und die haben dann gesagt, komm mal her. Und da haben sie uns Süßigkeiten zugesteckt. An die Fledermäuse, daran kann ich mich schon als Kind erinnern. Mein Vater sagte immer, oh, sagt er, ist ein schöner Abend, die Fledermäuse fliegen wieder durch den Kanal. Und Kanal nannte er dieses Stück um Berg. Da flogen sie immer. Also sind sie damals schon da gewesen. Als Kind hatte ich ja furchtbar Angst, dass ich gedacht habe, die gehen mir in die Haare oder ich hatte damals lange Zöpfe. Und da sagt mein Vater immer, da brauchst du keine Angst zu haben. Die spüren genau, wo du gehst. Und das konnte ich immer nicht verstehen, dass die mich orten konnten. Aber wie ich vom Kalkbech 11 hier in die Oberbergstraße gezogen bin, da hatte ich immer das Verlangen, da bin ich jeden Tag zum Kalkbech raufgegangen. Weil ich irgendwie Sehnsucht hatte. Das steckte so in mir drin. Und auch als ich mal in Urlaub war, wenn wir im Harz waren, ich habe erst immer, Mensch, ist hier eine Höhle und sind immer rein, immer geguckt. Ne? Ich fühle mich da sicher. Also ich fühle mich da wirklich sicher. Ich habe auch mitunter so das Empfinden, da noch hinzukrabbeln, wo ich früher mal war. Diesen Drang habe ich in mir, ehrlich. Ja. Und ich bin da noch nicht von los. Also den Kalkbech und den Wasserturm, das war so meine Bindung, nicht?